Dann brauchen wir erstmal drei Klötzchen für Angela. Rot, Gelb und Grün. Also, ich habe grüne und rote, geht es auch? Rot, Gelb und Grün. Okay. So, einzelne. Okay, jetzt habe ich Ein einen Rot. rotes, ein gelbes, ein grünes. Das ist schade, dass die nicht gleich hoch sind. Also die sind gleich hoch, das kriege ich auch hin. Ich habe auch, aber noch den habe ich auch noch, eine Orangen habe ich noch. So, ist so besser? Das ist aber kleiner als die anderen. Das sollte nicht gleich hoch sein. Ja, das könnte gehen. Dann nehmen wir die mal. Also rot, den Orangen nenne ich jetzt gelb, weil das ist, bin ich so gewohnt. Der Gelb ist ihr wahres Selbst, das ist die Angela, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, die sich auch abgrenzen kann ohne Schuldgefühle. Rot ist die Angela von heute, die eben diese Probleme hat. Grün ist die vitale, lebendige, kindliche Angela, die ihre Gefühle und Bedürfnisse zeigen möchte, die aber auch geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und dann stellen wir mal diesen Sohn dazu, ein blaues Plätzchen für den Sohn. Und dann stellen Sie mal die Klötzchen so auf, wie Ihr Gefühl ist, dass die einzelnen Elemente Verbindung haben mit dem Sohn, mehr oder weniger. Rot ist die von heute, grün ist die vitale kindliche, gelb ist ihr wahres Selbst, was sich abgrenzen kann ohne Schuldgefühle. Also der hat gar keine Chance, der ist umzingelt. Ja. Dann legen Sie meinen Finger auf die rote Angela von heute. Wie geht's dir? Schwer belastet. Ja. Nun sehen Sie selber, dass das nicht so optimal ist und haben Sie den Impuls, da was zu ändern? Ja, es bringt nichts, wenn ich vor ihm stehe. Also ich würde mich. Also, meine Empfehlung wäre, dass Sie ein Symbol für eine Grenze einführen. Zollstock oder Lineal. Das ist ja wunderbar. Ja. Dann legen Sie es mal so, dass auf der einen Seite der Sohn ist, auf der anderen Seite sind Sie mit Ihrem Selbstanteil. Dann bekommt der Sohn noch ein Symbol für sein wahres Selbst dazu. Kann es die gleiche Farbe, also Die gleiche Farbe wie Ihre, ja, genau. das ist dann grün Nein, gewesen. nein, 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 Orange. Orange, ja, okay. Orange. So, und dann legen Sie jetzt noch mal einen Finger auf die rote Angela von heute. Wie geht es der Angela von heute? Wenn es da jetzt eine klare Grenze gibt und wenn der Sohn sein eigenes Selbst hat. Ja, gut, es macht Sinn, aber ich habe schon schlimme Angst um ihn. Ja, also das ist einfach so, dass Ihr Gefühl da verwirrt ist. Und solange Sie nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren, werden Sie und Ihr Sohn aus dieser Verwirrung nicht herauskommen. Jetzt fragen Sie mal Ihren Verstand, was würde der dazu sagen, zu dieser Ordnung? Ja, dass es so gehört und dass ich ihn seinen Raum lassen. Jetzt testen wir mal die einzelnen Positionen. Eine sensible Mutter, die stellt sich manchmal vor, wie geht's, würde es mir an seiner Stelle gehen, was würde ich an seiner Stelle tun, so als wäre sie in seiner Kapitänskajüte zuständig und würde sich da auskennen. Stellen Sie sich einfach mal an den Platz von dem Sohn, rote Klötzchen auf den Platz von dem Sohn. Der Sohn muss da ein bisschen zurück. Und dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Angela von heute, wie geht's Ihnen an dem Platz, wenn Sie da im Ganz klein und schwach. Wie bitte? Klein und schwach. Gegensein. Da haben Sie ja die Illusion, Sie steuern sein Boot. Sie kennen sich aus, Sie wissen Bescheid. Sie sind die bessere Lotsin. Kennen Sie das? Ja, klar. Dass Sie sich da auskennen. Und das fühlt sich vielleicht liebevoll und fürsorglich an, aber es hat auch was mit Macht und Kontrolle zu tun. Und es hindert vor allen Dingen daran, den Sohn selber Kapitän auf seinem Boot zu sein. Ja. Und auch Sie zahlen für diese Illusion einen hohen Preis. Sie sind nicht in Ihrem Raum, sind nicht mit Ihrem wahren Selbst verbunden. Da kann es sein, dass Ihr eigenes Boot in Seenot gerät, weil die Kapitane auf dem falschen Dampfer ist.
Und Sie können sich entscheiden, wo Sie eigentlich hingehören. dann stelle ich mich wieder rüber. Genau. Dann können Sie zum Sohn sagen, das ist dein Platz und dein Schicksal. Es ist dein Platz und dein Schicksal. Du bist du und ich bin ich. Du bist du und ich bin ich. Du lebst dein Leben und ich lebe mein Leben. Du lebst dein Leben und ich lebe meins. Und dein Leben kann einmal ganz anders sein, als ich mir das jetzt vorstelle. Und dein Leben kann ganz anders sein, als ich mir das jetzt vorstelle. Und das respektiere ich. Und das respektiere ich. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Und mein Leben kann ganz anders sein, als du es dir vorstellst. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Egal, ob du es respektierst oder nicht. Wie fühlt sich das an? Panik. Panik, Ich habe Panik um ihn. Also es ist ganz schlimm. ja. Ja. Dann stellen Sie sich mal zwischen ihn und sein Selbst. Was müssen Sie? Manchmal denkt eine Mutter, der Sohn ist doch gar nicht ganz bei sich selber. Und vielleicht kann ich ihm ja helfen, mehr er selber zu sein, so wie sie sich halt, wie eine Mutter sich vorstellt, wie er sein sollte. Und schauen Sie, ob Sie das kennen, dass Sie da in seinem Raum sind und versuchen, ihm so sein Selbst nahezubringen oder zu ersetzen. Ja. Kennen Sie, ja. Ja. Also ist die absolute Loser-Position. Sie sind dadurch nicht mit ihrem Selbst verbunden. Und da, wo sie sind, sind sie ja gar nicht zuständig. Das heißt, sie können da gar nichts bewirken. Das kennen Sie vielleicht auch, dass sie sich da so ohnmächtig fühlen. Und das ist das, was dann die, noch diese ganzen Bemühungen verstärkt, sich da das zu kontrollieren. Und das ist maximaler Einsatz, null Gewinnchancen, und das nennen wir deswegen das absolute Loser-Position. Und außerdem hindert es den Sohn daran, mit seinem eigenen wahren Selbst das verbunden zu sein, weil sie stehen dazwischen. Ja. Was sagt Ihnen Ihr Verstand, wo gehören Sie hin? Ja, ich muss halt darüber. Ob ich will oder nicht, ich muss Ja. darüber. Dann sagen, können Sie dem Sohn sagen, du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Und du wirst immer mehr Verbindung mit ihm bekommen, Du wirst immer mehr Verbindung mit ihm bekommen, wenn ich mich da nicht mehr einmische. wenn ich mich da nicht mehr einmische. Es ist bitter, aber wahr. Das ist bitter, aber Nein, wahr. das habe ich jetzt zu Ihnen gesagt. Ach so. ja, das ist es. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand fehlt. Da ist irgendwas. Da ist, ich habe das Gefühl, dass da was ist in dem Raum, wovor ich ihn beschützen will. Ja, nun, kann es sein, dass er einen Zwilling verloren hat? Das kann sein. Das Kennen Sie das Zwillingsthema? Ich kenne das Zwillingsthema, wir haben das auch schon zusammen aufgestellt. Ich hatte auch einen. Und was wir auch schon aufgestellt haben, ist eine Abtreibung, die ich hatte nach seiner Geburt. Ja, also vielleicht haben Sie ja Sorge, dass er da unbewusst mit diesem verbunden ist mit diesem abgetriebenen Geschwisterchen. Und haben Sie das schon verabschiedet, dieses abgetriebene Ja, Geschäft? das haben wir zusammen gemacht. Ja, ist auch okay. Ich Ja, habe das ist in Ordnung, dann brauchen Sie auch nicht denken, dass das ihn noch beeinflusst. Wenn Sie das sauber verabschieden, aber wenn Sie jetzt denken, der Kleine, der ist dadurch noch belastet, dann haben Sie den noch nicht verabschiedet, den das abgetriebene Kind. Ja, so ist es. Dann ist es noch nicht abgeschlossen, dann hat er noch seinen Frieden nicht gefunden, sondern geistert er noch in der Gegend herum. Und da sollten Sie vielleicht sich die Ausstellung nochmal ansehen, Abschied vom abgetriebenen Kind. Ja. Und dann kriegt der Sohn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. So, jetzt kann es sein, dass Sie sich mehr nach dem Sohn orientieren als nach Ihrem eigenen wahren Selbst. Stellen Sie mal den Sohn zwischen sich und Ihr wahres Selbst. Legen Sie mal einen Finger auf das rote Klötzchen, auf die Angela von heute. Wie geht es der Angela von heute, wenn es der Sohn in Ihrem Raum ist, zwischen Ihnen und Ihrem wahren Selbst? Ja, das ist häufig. Wie Ich kenne, bitte? ja, das kenne ich. Und das kann ambivalente Gefühle machen. Auf der einen Seite so ein schönes Gefühl von Nähe und Harmonie. Das ist halt, der steht ja am Platz von dem verlorenen Zwilling. Und oft hat man ja so eine Sehnsucht nach so einer ganz verschmelzenden Beziehung zu einem Wesen. Und wenn der Sohn da vielleicht ähnliches Muster hat, dann springt er darauf an und dann kann es sein, dass sie da diese schöne Nähe spüren. Gleichzeitig
steht sie aber zwischen Ihnen und Ihrem Selbst und hindert Ihre Verbindung mit Ihrem eigenen wahren Selbst. Und dann links nochmal, haben Sie einen blauen Würfel? Ich habe sowas. Einen Würfel. Haben Sie einen Würfel? Ich habe noch einen blauen Würfel, ja. Ja, den legen Sie mal zwischen sich und den Sohn. Das sind so die Probleme von Ihrem Sohn. Sie vermuten ja, dass er Probleme hat. Und ich meine, jeder hat irgendwo Probleme, das ist ja ganz klar. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn seine Probleme in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegen? Ja, richtig. Richtig, ja. Das ist natürlich überhaupt nicht richtig, denn die haben bei Ihnen gar nichts zu suchen. Jetzt stellen Sie mal die rote Angela auf den blauen Würfel drauf. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an? Ja, so ist die Situation, würde ich sagen. Ja, also Sie machen seine Probleme zur Grundlage für Ihre Beziehung zu ihm und dadurch haben Sie auch das Gefühl, Sie sind wichtig für Sie, für ihn, er braucht Sie und das als wären Sie dadurch wertvoll, dass Sie da gebraucht werden und vielleicht wäre es sogar noch besser, wenn Sie unentbehrlich wären für ihn. Dann das würde sich vielleicht noch wertvoller machen. Kennen Sie so, solche Überlegungen? Ja, auf Ja. jeden Fall. Dann möchte ich Sie noch mal darauf hinweisen, wenn Sie unentbehrlich sind für den anderen, dann sind Sie ja so etwas wie eine Prothese für den anderen. Damit Sie Prothese sein können für Ihren Sohn, muss er ja behindert sein. Das heißt, je mehr Sie da sich wohlfühlen als Prothese, umso mehr wird er unselbstständig und wird behindert. Und das ist ja nicht das, was eine Mutter sich eigentlich wünscht. Nee. Und dann legen Sie mal die grüne, vitale Angela auf den Tisch neben diesem blauen Würfel. Also das ist die, nee, legen Sie auf den Tisch, die ist ja schon fast würfelförmig, aber trotzdem legen Sie mal hin, Sophia, ja. Und dann legen Sie mal auf die vitale Angela den blauen Würfel von dem Schicksal des Sohnes, Probleme des Sohnes, ja. Und an sich noch oben drüber. Und es könnte sein, dass die Probleme des Sohnes, dass die ihre Lebendigkeit, ihre Vitalität belasten, dass sich da nicht mehr so ihre Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche gar nicht mehr so zulassen können. Und gleichzeitig sind sie diejenigen, die eben die eigenen Gefühle und Bedürfnisse unterdrückt, um noch besser für den Sohn da sein zu können. Das ist sozusagen ein Programm, was möglicherweise früher schon entwickelt wurde in ihrer Familie und was jetzt wieder aktiviert wird. Und das Programm, das hindert sie daran, mit ihrem wahren Selbst verbunden zu sein. Und das bestimmt ihr Selbstbild, ihr Erleben und ihr Verhalten gegenüber dem Sohn. Und wenn Sie dieses Programm löschen wollen, dann könnten Sie das jetzt löschen. Okay. Dann können Sie erstmal den Sohn aus Ihrem Raum herausstellen, können sagen, bei aller Liebe, du gehst nicht in meinen Raum. Bei aller Liebe, du gehörst nicht in meinen Raum. Ja, genau. Und dann. Und dann stellen Sie mal die rote Angela neben die gelbe, neben die gelbe. Und dann brauchen wir jetzt für dieses magisch grandiose Überleben selbst, was wir da gerade symbolisiert haben. Das ist diese Angela, die denkt, sie muss Prothese sein für ihren Sohn, sie muss alles im Blick haben muss. Dafür brauchen wir jetzt ein anderes Symbol, ein schlankes, hohes, rotes Klötzchen. Haben Sie da was da? Ich habe noch ein rotes Klötzchen. Ist das Ein gut? schlankes, hohes, noch höher. Sollte anders sein als das bisherige. Sie Ein haben ganz, ganz großes. Das ist aber so groß. Soll ich das schnell ja, das holen? ist super, super. Okay, warte, das kommt sofort. Das ist ja grandios. Das ist diese dominierende Mutter, die alles im Blick haben muss. Und die stellen sich jetzt mal, also auf dem grünen Würfel steht der blaue Würfel. Und ja, genau. Und obendrauf, da stellen sie jetzt noch dieses magisch grandiose. Das ist jetzt diese Überlebensstrategie, dieses Programm, was Sie da angewendet haben. Und es liegt immer noch diese vitale Angela unten platt unter diesen Themen, für die sie ja gar nicht zuständig ist. Und dann können Sie diese vitale Angela befreien, indem Sie auch da ein anderes Symbol nehmen für diese Tendenz zur Selbstverleugnung, nämlich einen grünen Würfel. Haben Sie einen grünen Würfel? Ja, ich habe noch einen Würfel und ich habe sowas auch noch. Nee, es sollte ein Würfel sein. Ja.
Ja, der ist jetzt ziemlich ähnlich wie das andere, aber wir bezeichnen jetzt als Würfel. Und auf diesen Würfel können Sie jetzt diese Säule drauflegen. Mit dem blauen? Ja. Und dadurch haben Sie jetzt diese liegende, vitale Angela befreit. Aber diese vitale Angela, die ist heute für mich eher aus wie ein Würfel als diese andere da. Aber okay. Jedenfalls, die haben Sie jetzt gerade befreit. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf die vitale Angela. Wenn Sie die jetzt befreien von diesen ganzen Belastungen, wie spürt ihr eine Veränderung? Ja, die ist überhaupt da. Vorher Ja. war sie gar nicht da. So, dann können Sie auch sagen, können Sie noch aufklären, du bist ja gar nicht zuständig und du bist ganz unschuldig. Du bist gar nicht zuständig und du bist ganz unschuldig. Und du gehörst ins Hier und Jetzt. Du gehörst ins Hier und Jetzt. Ich brauche dich heute für mein Leben. Ich brauche dich heute für mein Leben. Wie geht es dir mit der vitalen Angela, wenn sie das hört? Gut, die will auch dann näher kommen. Ah ja. Kann sie von sich aus da näher kommen oder würde sie gerne abgeholt von Rot und Gelb? Hier, die ist dann, die kann selber gehen. Dann kann sie doch dazwischen Rot und Gelb gehen und da sich erstmal ein bisschen erholen von dem ganzen Stress. Und diese Säule da, die können Sie mal, das ist dieses Trauma-Konglomerat, nachdem Sie sich bisher orientiert haben, das können Sie mal zurückschieben aus dem Sichtbereich zurück unter den PC irgendwo. Und dann können Sie noch eine Sichtblende davor machen. Und den Sohn und sein wahres Selbst stellen Sie auch noch hinter die Sichtbände, die gehören auch nicht in Ihren Raum. Die stehen jetzt hier. Ja, die stellen Sie aber auch dahinter, hinter diese Sichtblende. Okay. Und die Grenze können Sie jetzt wegnehmen. Und dann legen Sie meinen Finger auf die rote Angela. Wie geht es der Angela, wenn jetzt diese ganzen Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind, die ja mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar sind? Der Raum ist plötzlich sehr groß, also es ist noch ein bisschen seltsam. Ungewohnt. Ja. Es kann sein, dass die auch jetzt erstmal verwirrt ist, weil ihr diese Orientierung fehlt. Aber das ist unvermeidbar, wenn sie da zu einer besseren Orientierung kommen, wenn sie zum neuen Programm kommen wollen, wenn sie das alte auflösen wollen, gibt es diese Übergangsphase der Verwirrung und dem müssen sie zustimmen. Okay, ja. Jetzt steht ja da dieses wahre Selbst, das ist dieses orangene Klötzchen, das ist eine Angela, die hat ihren Wert und ihre Würde in sich, genau. Die stellen Sie mal der roten gegenüber. Eine Angela, die hat ihren Wert und ihre Würde in sich selber, so wie eine Rose ihre Würde hat, allein dadurch, dass sie eine Rose ist. Unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was die anderen denken. Man könnte sich vorstellen, dass es so eine Angela gibt. Ja. Ja, ich hoffe, ja. Also, es kann sein, dass in Ihrer Familie diese Angela gar nicht so wahrgenommen wurde, vielleicht auch gar nicht erwünscht war. Und da können Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen nochmal auf dieses wahre Selbst von Angela. Gibt es an der etwas auszusetzen? Nee. Nein, das ist Ihr wahres Selbst. Ich könnte stellvertretend für Ihr wahres Selbst zu Ihnen sagen, hallo Angela, ich bin dein wahres Selbst. Da gibt es die Geschichte mit deinem Sohn und noch viele andere Geschichten aus deiner Kindheit, aber das ist alles vorbei. Und heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es an bei Ihnen? Gut, es geht, ja. Dann könnten Sie Ihrem Selbst vielleicht erklären, warum Sie bisher noch keine bessere Verbindung hatten. Anscheinend war ich immer noch so, immer wieder mit fremden Problemen so beschäftigt, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Ja. Wenn das stimmig für Sie ist, können Sie das sagen. Ich war sehr beschäftigt mit ganz vielen anderen Problemen und habe dich bisher so noch nicht wahrgenommen. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Aber mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Hast du auch nicht verdient. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Ja, das ist schon Schmerz. Also wir haben viel Zeit versäumt. So ist es. Es ist ein Bedauern, dass Sie da möglicherweise etwas Wichtiges versäumt haben. Und kommt ja noch dazu, dass wir Sie gesehen haben, dass Sie Ihr eigenes Selbst, Ihre eigene Vitalität verleugnet und unterdrückt haben, um irgendwie besser für andere da sein zu können. Auch das müssen Sie Ihrem Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen und dich nie klein zu machen.
um mehr besser für andere da sein zu können? Um besser für andere da sein zu können, habe ich dich verleugnet und gar nicht zugelassen. Auch das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Wie ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Wichtig. Und kann es das sein, dass Sie sich deswegen schlecht fühlen, dass Sie sich schuldig fühlen oder ablehnen deswegen? Ja. Jetzt können Sie mal einen Finger legen auf Ihr wahres Selbst, ob Ihr wahres Selbst Ihnen dafür böse ist, dass Sie es verleugnet haben. Nee, nicht böse. Das ist die Regel. Im Gegenteil, dass wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Angela, dann bei diesem wahren Selbst. Bedingungslose Liebe heißt buchstäblich, diese Liebe es gibt es gratis. Sie müssen dafür nichts leisten, Sie müssen noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen, dass es sowas gibt für Angela? Ich weiß, dass es das geben kann, aber es ist sehr neu. Also Sie könnten das gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie nochmal symbolisch die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst, indem dieses rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem orangenen Klötzchen. Also das rote Klötzchen, die Angela von heute, verneigt sich ganz leicht vor dem gelben Klötzchen. Ja. Und dann spüren Sie mal in sich hinein. Wie fühlt sich das an, wenn Sie sich jetzt innerlich drei Atemzüge lang verneigen? Für ihrem eigenen wahren Selbst. Ja, das ist ein wichtiger Schritt. Gut, stimmig. Es bekommt das Achtung und Würdigung, was es wirklich verdient, nämlich ihr eigener Wesenskern. Bisher haben sie allen möglichen anderen Dingen Achtung und Würdigung geschenkt, ihren Traumata, den Traumata der Familie. Und jetzt bekommt das Würdigung und Achtung, was es wirklich verdient. Und jetzt können Sie mal eins werden, symbolisch mit Rot und Gelb mal zusammenlegen, zusammenstellen, einen Finger so quer drüber legen. Und spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so viele Jahrzehnte lang getrennt waren. Kraftvoll. Das ist eigentlich Ihr Potenzial. Damit diese Verbindung jetzt stabil bleibt, müssen Sie lernen, genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute zu Angela gehört und was gar nicht dazu passt. Das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite dieser Sichtblende. Dann nehmen Sie mal die Sichtblende weg und die Klötzchen stellen Sie wieder in den Sichtbereich. Und dann als erstes nehmen Sie mal den blauen Würfel. Das ist praktisch die Probleme. Nein, das ist ja der Sohn. Ja. Aber das sind die Probleme des Sohnes. Und die nehmen Sie mal in die Hand. Das kennen Sie vielleicht, dass Sie sich damit beschäftigt haben, mit seinen Problemen. So als wären Sie zuständig, als würden Sie ihm damit was Liebes tun. Ja. Jetzt ist es so, systemisch gesehen sind Sie dafür gar nicht zuständig. Das heißt, Sie verlieren da zwar sehr viel Energie, aber Sie können gar nichts Positives bewirken. Und das ist frustrierend. Und dann kann es sein, dass Sie dadurch ein Stück Achtung verlieren für sich und vielleicht auch irgendwann für den Sohn. Und spätestens dann können Sie sehen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Die nächste Frage ist, ob Sie überhaupt zuständig sind für seine Probleme. Nun ist es bei einem Sohn mit 14 Jahren, ist es so eine, da gibt es, das ist so eine Gratwanderung. Ein Sohn mit 14 Jahren, der ist ja so, beginnt jetzt die Pubertät. Da hat er natürlich schon ein ganzes Stück Selbstverantwortung.
Und es gibt aber immer noch Dinge, wo man doch auch als Mutter noch zuständig ist und sich auch zuständig fühlen muss. Aber es gibt jedenfalls ganz große Bereiche, wo er selber schon zuständig ist, wo es wichtig ist, dass sie das respektiert. Ja. Und dann geben Sie das doch mal, schauen Sie mal, ob Sie das mit Achtung Ihrem Sohn geben können. Dann nehmen Sie es nochmal in die Hand und sagen Sie zum Sohn, das ist dein Schicksal. Das ist dein Schicksal. Und ein Teil davon kommt natürlich auch durch mich. Und ein Teil davon kommt auch durch mich. Kennen Sie das, dass Sie sich da irgendwie schuldig fühlen oder denken, Sie haben was versäumt? Ja, gibt es konkret irgendwas, was Sie denken, was Sie damit meinen? Ja, Trennung vom Vater und Traumatisierung in seinem ersten Lebensjahr. Und ja, da fallen mir tausend Sachen ein. Tausend Sachen. Ja. Dann können Sie sagen, das gehört jetzt zu dir. Das gehört jetzt zu dir. Ich kann da nichts wieder gut machen. Ich kann da nichts wieder gut machen. Kann auch nichts ungeschehen machen. Ich kann es auch nicht ungeschehen machen. Es gehört zu deinem Leben dazu. Es gehört zu deinem Leben dazu. Es ist eine Herausforderung, an der du auch wachsen kannst. Es ist eine Herausforderung, an der du auch wachsen kannst. Auch ich hatte meine Herausforderungen. Auch ich hatte meine Herausforderung Man hatte die Chance, daran zu wachsen. und hatte die Chance, daran zu wachsen. Und diese Chance, an deinen Herausforderungen zu wachsen, möchte ich dir nicht nehmen, deswegen lasse ich deins ganz bei dir. Und ich möchte dir die Chance, daran zu wachsen, nicht nehmen, deswegen lasse ich deines jetzt ganz bei dir. Dann legen Sie es mal neben ihn. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an für Sie? Also ich weiß, dass es richtig ist. Es gibt nur in mir so eine Stimme, die sagt, es ist zu viel. Ja, also Ihr Gefühl ist da verwirrt und solange Sie sich nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren, werden Sie und Ihr Sohn aus dieser Verwirrung nicht herauskommen. Wenn Ja. Sie jetzt heute nach Ihrem Verstand orientieren, haben Sie die Chance, heute aus dieser Verwirrung herauszukommen? Und das wäre doch ein Angebot. Ja. Gut, dann brauchen wir noch mal die Grenze. Die stellen Sie mal so seitlich zu sich und dann stellen Sie, nein, auf die andere Seite. Den Sohn mit seinem Selbst stellen Sie, nein, stellen Sie ganz nach links. Ganz nach links, genau. Auf die andere Seite der Grenze kommt nochmal der Sohn mit seinem wahren Selbst. Hier Ja. Und die und Probleme von ihm, die gehören ja nicht in ihren Raum und deswegen können Sie die jetzt symbolisch aus ihrem Raum kicken. Und dann nehmen Sie mal das rote Klötzchen für die Angela von heute und dann schauen Sie mal, wie das ist, wenn Sie diese Probleme von ihm aus ihrem Identitätsraum herauskicken. in seinen Raum oder irgendwohin? Also er hat ja sowieso seine Probleme, wie er damit umgeht. Das ist seine Sache, da müssen Sie sich gar nicht einmischen. Aber es geht jetzt darum, dass Sie es aus Ihrem Raum entfernen. Moment, nein, 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 so geht das nicht. Sie müssen es mit einem kräftigen Stoß machen. Mit einem kräftigen. Okay, Noch okay. nicht, noch nicht vom Tisch kicken, sondern erstmal nur stoppen. Stoppen. Also Sie lassen die zusammenklacken und dann sagen Sie dazu Stopp. Stopp. Ja, nochmal. Stopp. Mal ein bisschen weiter auseinander. Und dann lassen Sie die Probleme von ihm gar nicht so weit in Ihren Raum. Sie stoppen die schon rechtzeitig, bevor die überhaupt in Ihren Raum kommen. Stopp. Ja, das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium schützen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Wer? Dann können Sie mit einem Bärenschrei diese Probleme stoppen. Ja, genau, nochmal. Ja, nochmal. Wie geht's Ihnen dabei? Gut. Ja. Wenn Sie denken, Sie brauchen die gar nicht mehr wieder, dann können Sie für immer vom Tisch schauen mit einem ultimativen Bärenschrei.
Ja. Erledigt. Erledigt. Ja. Als nächstes nehmen wir mal diesen grünen Würfel. Das ist Ihre Tendenz. Nein, den Würfel. Das ist Ihre Tendenz, sich klein zu machen, Ihre Lebendigkeit zu unterdrücken. Und das kennen Sie, dass Sie das in bestimmten Situationen immer wieder machen. Und brauchen Sie das heute noch für Ihre Lebensbewältigung? Nein. Da können Sie das auch das stoppen und erstmal mit dem roten Klötzchen und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie das stoppen. Ja, gleich nochmal. Ja, und mit Bärenschrei. Wie geht's Ihnen da? Gut. Ist gut. Also es ist ja so, als hätte man diesem kleinen Bären einen Maulkorb umgeboten und hätte ihn an eine Leine genommen. Das müsste er sich da als Tanzbär irgendwie produzieren. Dabei ist er eigentlich ein Grizzly. Ja. Und jetzt nehmen Sie mal die vitale kindliche Angela, wenn die sieht, dass man das auch stoppen kann. Wie geht's der? Die wacht auf. Die wacht auf. Ja. Vielleicht hast du ja auch Lust, sie von diesem Maulkorb und von dieser Kette zu befreien, um wieder so ganz Grizzly sein zu können. Dann darf sie das auch mal, darf sie es auch mal stoppen? Ja. Wie geht's dir da? Ja. Ja. Okay. Und vielleicht hat sie auch, hatte sie immer Wut darauf, sich da so klein zu machen und hat jetzt die Schnauze voll und möchte irgendwas sagen dazu. Lass mich in Ruhe, du gehörst nicht zu mir. Ja. Okay, und dann darf sie nochmal stoppen und so einen Satz dazu sagen. Lass mich in Ruhe, du gehörst nicht hierher. Ja. Und wenn die Kleine denkt, sie braucht das nie wieder, dann kann sie den Triumph haben, dass sie es für immer vom Tisch haut mit einem ultimativen Bärenschrei. Hier. Ja. Wie geht's Leichter. Ja. als nächstes haben wir das magisch-grandiose Selbst. Das ist ja wirklich wahnsinnig groß. Das ist eine Angela, die dazu neigt, sich gleich für die Probleme anderer zuständig zu fühlen und dies natürlich perfekt machen möchte. Das kennen Sie wahrscheinlich von sich. Und das kann sein, dass es in der Kindheit irgendwann mal fürs Überleben wichtig war, dass Sie da sich selbst verleugnet haben und dadurch sich wertvoll gefühlt haben für diese Familie. Es kann auch sein, dass Sie in Ihrer beruflichen Karriere Sie dadurch Anerkennung bekommen haben, dass Sie sich so selbstlos immer für die Interessen von anderen einsetzen. Aber das kann zur Erschöpfung führen, zum Burnout und Ihnen fehlt dann die Energie für Ihr eigenes, das kennen Sie vielleicht. Ja. Und natürlich können Sie das würdigen, diese Fähigkeit, aber die Frage ist, ob Sie das heute noch brauchen für Ihre Lebensbewältigung. Also, ich weiß, nein. Und nun steckt da natürlich sehr viel Kreativität drin, sehr viel Energie, sehr viel Intelligenz. Und das können Sie natürlich für sich weiter verwenden. Und dazu legen Sie mal diese magisch-grandiose Selbst auf den Tisch. Er kann ein bisschen gesund schrumpfen. Die ganzen Verantwortung, die er sich da angemaßt hat, die ganzen Probleme, die für die sich da zuständig gefühlt hat, darf sie alle abgeben an die Erde. Das ist sehr entlastend und dann schrumpft auch dieses magisch-grandiose Selbst ein bisschen das, und die ganze Fantasie, die ganze Kreativität und Energie, die kann zurück zu Ihnen fließen. Können Sie dann anderweitig für sich verwenden. Und dann wird aus diesem magisch-grandiosen Selbst immer mehr so eine etwas schrumpelige Hülle, wie ein Kokon, aus dem gerade ein Schmetterling geschlüpft ist. Dieser Kokon, der war anscheinend wichtig für eine bestimmte Entwicklungsphase. Aber die Frage ist, ob Sie heute noch diesen Kokon brauchen. Nee. Und wer darf das jetzt stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Oh, also Rot, okay. Darf die Angela von heute darf das mal symbolisch stoppen? Nehmen Sie vorne an die Tischkante, dann haben Sie da die freie Hand und die anderen Figuren rücken Sie ein bisschen zurück. stopp! Ja, wie fühlt sich das an? Das ist echt groß. Ja, ich will nur mal sagen,
Das, was sie da blockiert, das hat gar keine eigene Macht. Die Macht, die es hat, hat sie nur durch sie bekommen. Ja. Und wenn sie der den Stecker ziehen, diese Magischkartusen selbst, dann schrumpelt es und dann wird es zum Papiertiger. Ja. Und dann schauen Sie nochmal, wenn Sie mit Bären Schreiter stoppen. Ja, gleich nochmal. Wie geht's Ihnen da? Ja, so schaffe ich's. Ja. Und dann schauen Sie mal, wie geht's der grünen, vitalen Angela? Für die ist es ja wie die absolute Spaßbremse, immer nur Probleme, immer nur für die anderen da sein, immer nur vernünftig sein. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Und diese vitale Angela, die möchte gerne Spaß haben und dann könnte sie doch mal sich befreien von dieser Spaßbremse. Das will sie auch. Ja, wie geht's dir da? Gut, sehr kräftig. Sehr kräftig. Gleich nochmal. Vielleicht hat die Kleine auch die Schnauze voll mit dieser Spaßbremse und könnte sagen, mir reicht's, ich brauche dich nicht mehr, verschwinde. Mir reicht's. Ich brauche dich nicht mehr, verschwinde. Dann können Sie mit einem ultimativen Bärenschreien vom Tisch holen. Okay. Ja. Jetzt spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt habe ich viel Platz. Jetzt können Sie noch mal schauen, wie ist es jetzt, nachdem alle diese Elemente entfernt sind. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie eins werden, wenn Rot und Gelb miteinander eins werden? Das Grüne kommt noch nicht dazu, das kommt erst später. Nur Rot und Gelb. Wie fühlt sich das an, wenn die beiden eins werden? Gut. Ist gut. Ja. Spüren Sie mal in sich hinein, ob Sie da eine Veränderung bemerken. Freier, leichter, kreativer. Ja. Kann sein, dass auch der Stress nachlässt, Ja. dass es ruhiger wird, unaufgeregt. Und das ist neu für Sie, das ist ungewohnt. Und daher ist natürlich die Rückfallgefahr groß und deswegen brauchen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Und zwar geht es folgendermaßen, Sie nehmen in die linke Hand, nehmen Sie das rote Klötzchen, die Angela von heute. Die Angela von heute geht sozusagen aus alter Gewohnheit nochmal zu den Problemen des Sohnes und ihr wahres Selbst stoppt sie kraftvoll. Probleme des Sohnes haben wir ja schon entfernt, die lassen wir auch liegen. Nur in der Vorstellung gehen Sie dahin und das Gelbe, die Orangene, die nehmen Sie in die rechte Hand. Beide vorne an der vorderen Tischkante, beide auseinander. Und dann gehen Sie mit der roten so ansatzweise zurück zu diesem Thema Probleme des Sohnes und ihr wahres Selbst stoppt sie kraftvoll, hören Sie mal, was sie sagt. Stopp. Was mischst du dich da ein? Das geht dir nichts an. Misch dich einfach ein, es geht dich nichts an. Nein, Sie dürfen zuhören. Ach so. So. Mit Liebe hat das nichts zu tun, das verführt dich nur zur Größenfantasie. Kommt das an? Ja. Gleich nochmal. Stopp. Bist du nicht? Das geht dir nichts an. Mit Liebe hat das nichts zu tun, das verführt dich nur zur Größenfantasie. Als nächstes gehen Sie zu diesem grünen Würfel, diese Tendenz zur Selbstverleugnung. Das haben wir auch schon entsorgt, müssen Sie auch nicht wiederholen. Aber Sie stellen sich das vor und auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was ich dazu sage. Stopp. Das bist du nicht. Es raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Als nächstes gehen Sie zu diesem magisch-grandiosen Selbst. Auch da stoppt Ihr wahres Selbst. Stopp. Auch das bist du nicht. Auch das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist es überhaupt nicht vereinbar. Und dann gehen Sie mal zu dem Sohn, um da wieder in seinen Raum zu gehen. Nein, der Sohn, der bleibt da drüben. Ja. Im Raum des Sohnes und da stoppt sie jetzt ihr eigenes wahres Selbst, stoppt sie da. Sie haben in sich, ja, die nehmen sie in die rechte Hand. Nein, 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 nein. Sie bleiben genauso, sie gehen,
Ach, gehen nicht nach da, sondern Nein, nein, stellen nein, genau. Sie stellen sich, ja. Sie gehen in Richtung Sohn und Ja. jetzt stoppt sie immer selbst und hören Sie, was er sagt. Stopp. Das bist du nicht. Da hast du nichts verloren, das geht dich nichts an, du bist überhaupt nicht zuständig. Kommt es an? Ja. Es kann sehr befreiend sein, es kann aber auch schmerzlich sein. Das kennen Sie vielleicht, dass Sie dazu neigen, sich Gedanken zu machen über Probleme eines anderen und dass Sie selber das für Liebe halten. Und wenn dann der andere ganz gesund reagieren würde und sagen würde, ach, das geht dich doch nichts an, wir könnten doch einfach so Spaß miteinander haben, dann kann es sein, dass Sie das gar nicht annehmen können, weil Sie sind gekränkt, weil Ihre Liebe nicht wertgeschätzt wird und dann ziehen Sie sich gekränkt zurück. Und es kann sein, dass Sie dadurch schon die Kontakte zu gesunden Partnern verloren haben oder gar nicht erst, dass Sie gar keine Chance hatten und dass es Ihnen viel besser geht mit Menschen, die sich nicht gut abgrenzen. Und daran sehen wir, dass Sie wahrscheinlich in Ihrer Familie als Kind eine wesentliche Bärenqualität gar nicht lernen konnten. Nämlich die, dass Sie abgegrenzt werden mit Liebe und Respekt. Und das ist aber wichtig. Warum ist das wichtig? Weil Bären und Menschen können andere ihresgleichen sehr verletzen. Deswegen lernt schon so ein kleines Bärenbaby ganz früh ein Körpersignal, wo es den anderen signalisiert, keinen Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. Ein kleines Bärenjunge, das faucht dann so. Da wirkt es manchmal so putzig, aber wenn der große Grizzlybär faucht, ist es gar nicht mehr putzig. Und der hat es als kleines gelernt. Wenn Sie das jetzt nicht lernen konnten, als Kind, dann kann es sein, dass Sie heute den Menschen lieber aus dem Weg gehen, die sich ganz klar abgrenzen können und dass es Ihnen leichter fällt mit Menschen, die sich nicht so gut abgrenzen. Aber das sind die Menschen, die traumatisiert sind, die bedürftig sind. Und das kennen die. Da kommt man leicht in Abhängigkeitsbeziehungen. An sich sind sie stark. Sie sind eine Bärin. Sie könnten auch einen starken Partner haben. Sie könnten auch einen starken Sohn haben, wenn sie das noch integrieren. Und da gibt es ein spezielles Training, was jetzt ihr Wahr selbst mit ihnen durchführen kann. Wir nennen es das Training Fit für die Bärenliga. Was halten Sie davon? Ja, ist gut. Sie stellen sich vor, Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu retten, zu verstehen, zu helfen, zu heilen. Und Ihr wahrer Selbst, ob Sie kraftvoll, hören Sie mal, was Sie sagt. Stopp. Ey, wir sind Grizzlies. Grizzlies retten sich selber. Nur wenn du das respektierst, nur wenn du den anderen so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Wie kommt es an bei Ihnen? Ist klar, Ja. klar. Also dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, gekränkt zu sein, wenn der andere sie so stoppt. Das ist ja eigentlich ein Kontaktangebot. Ja. Der Christli möchte Ihnen ja sagen, ey Mädel, was machst du da? Ich bin ein Christli, du musst mich nicht heilen. Und du bist doch selber auch ein Christli. Wir können doch gemeinsam auf die Christli-Party gehen, aber wenn du dich hier als Krankenschwester aufführst, kann ich dich nicht mit, nehme ich dich nicht mit auf die Christli-Party. Ja. Und deswegen meinte ich, es kann sein, dass Sie schon manches Kontaktangebot eines Christli verpasst haben. Dann machen wir es gleich nochmal. Sie gehen nochmal in bester Absicht in den Raum des anderen und Ihr wahres Selbst stoppt Sie kraftvoll. Stopp. Ich weiß, dass ich dich stoppen kann, dass du das aushältst. Ich weiß, dass du ein Christli bist. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Und langsam wird es wohl Zeit, dass ich mal entscheide, es gehört jetzt in die Liga der Stubenkätzchen oder in die Liga der Grizzly. Ich höre noch keine Antwort. Grizzly, auf jeden Fall, Na, das riesengroß. wusste ich doch. Und das nächste Mal, wenn Sie jemanden so krass abgrenzen, müssen Sie gar nicht gekränkt sein. Im Gegenteil, erinnern sich dran, Grizzly Party, Grizzly Liga der Kirchen. Ja. Und gleichzeitig wissen Sie, Sie müssen den anderen gar nicht schonen. Im Gegenteil, je mehr Sie ihm Ihre Power zeigen, umso mehr freut er sich, dass Sie ein Grizzly sind. Dann bekommt er Lust, mit Ihnen auf die Grizzly-Party zu gehen. Ja. Das lassen Sie einfach mal wirken. Kennen Sie das Thema Erschöpfung und Burnout? Ja. Das kann zusammenhängen mit einem schlechten Selbstwertgefühl. Und da kennen Sie das, dass Sie dazu neigen, ungefragt in fremden Räumen sich nützlich zu machen? Ja, Das ist natürlich. Lernen, kennen, dass Sie ungefragt 120% liefern wollen, obwohl nur 100% ausgemacht. Ja. Beides führt dazu, dass Sie Energie verlieren, weil es keinen Ausgleich gibt.
Dadurch kommen sie immer mehr in ein Defizit, energetisch und finanziell. Das kennen sie. Und nur sie können daran was ändern, indem sie lernen, die Grenzen ihrer eigenen Zuständigkeit selber wahrzunehmen und zu respektieren. Warum ist es wichtig? Die anderen zeigen ihnen die Grenzen. Die einen, die traumatisiert sind, die können das gar nicht. Sind bedürftig wie ein Fass ohne Boden. Und die anderen, die wollen das gar nicht. Die finden es viel besser, wenn sie gratis liefern und am besten 200%. Die nützen sich tapfer aus. Kennen Sie auch. Jetzt könnte da Ihr wahres Selbst Ihnen behilflich sein, diese Grenze wahrzunehmen. Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen. Und Ihr wahres Selbst, ob Sie diesmal ganz sanft und liebevoll, hören Sie, was es sagt. Stopp. Angela, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 120% liefern musst? Nein. Das wäre ein wertvoller Tipp, der Ihnen sehr viel Energie sparen hilft. Da können Sie sagen, danke für den Tipp, da habe ich mich wohl vertan. Danke für den Tipp, da habe ich mich vertan. Und dann legen Sie noch mal einen Finger quer drüber, schauen Sie mal, ob Sie noch das wahre Selbst spüren. Die Angela, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat. Ja. Und wenn Sie das so spüren können in sich, dann können Sie sich jetzt bewusst machen, immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen. Immer dann, wenn Sie ungefragt denken, Sie müssen 120% liefern, verlieren Sie diese Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Und wenn Sie diese Verbindung verloren haben, dann müssen Sie an fremde Räume gehen, um vielleicht von anderen die Anerkennung zu bekommen, die Sie sich selber gar nicht geben können. Aber es macht Sie abhängig, es macht Sie unfrei. Sie fühlen sich immer mehr wie eine Sklavin eingespannt für fremde Interessen und das noch zu einem kargen Lohn oder vielleicht sogar gratis. Das kennt ihr. Natürlich haben auch Sie die Option, frei zu sein. Je mehr Sie verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst, umso weniger haben Sie das geringste Interesse daran, ungefragt in fremde Räume zu gehen. Oder ungefragt 120% zu liefern. Können Sie es nachvollziehen? Ja, klar. Es könnte höchstens sein, dass jemand kommt, der möchte gerne 120% von Ihnen und zwar gratis und zwar sofort. Und das kennen Sie vielleicht von sich, dass es Ihnen da nicht so leicht fällt, Nein zu sagen. Zeige ich Ihnen mal, wie Sie da ganz entspannt Nein sagen. Sie lehnen sich mal zurück in Ihren Stuhl. Dann verschränken Sie mal die Arme. Spüren Sie mal innerlich die Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Und dann können Sie mal ganz entspannt zu dem anderen sagen, bei mir geht da gar nichts mehr. Bei mir geht da gar nichts mehr. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich austesten zu lassen. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich ausnutzen zu lassen. Da musst du dir schon jemanden anderen suchen. Da musst du dir jemand anderen suchen. Wie fühlt sich das an? Schlüssig. Dann schauen wir doch mal weiter. Jetzt sind Sie verbunden mit Ihrem wahren Selbst. Werfen Sie mal einen Blick auf die vitale Angela. Wie ging es der vitalen Angela als Kind? Hatte sie das Gefühl, sie ist ganz okay in dieser Familie? Nein. Auch da dürfen Sie mal die Brille dieser Familie ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diese kleine Angela von damals. Gibt es an der etwas auszusetzen? Nee, alles gut. Dann können Sie doch sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Und schade, dass dir diese verwirrte Familie das nicht vermitteln konnte. Schade, dass dir diese verwirrte Familie das nicht vermitteln konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Dann legen Sie meinen Finger auf die kleine vitale Angela. Wie geht's dir, wenn Sie das heute von Ihnen hören? Stark. Stark. Es könnte sogar sein, dass die kleine Angela das heimlich immer wusste, dass sie eigentlich sie ganz okay ist. Ja, wusste sie auch. Und dass die Familie ein bisschen verrückt ist. Und dann könnte die kleine Angela zu Ihnen sagen, hey Alte, schön, dass du es auch endlich schnallst. Schön, dass du es auch endlich verstanden hast, dass ich Ja, immer ja, klar war. Ja. ja. Jetzt, wie war es denn, wie die kleine Angela auf die Welt kam? Konnten die Eltern sie begrüßen ohne Wenn und Aber oder gab es da schon Probleme? Nee, war gar nichts.
Also, wir wissen, dass so eine Begrüßung ist wichtig für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wissen auch, wenn die Eltern das dazu damals nicht dazu in der Lage waren, können sie das heute für die kleine Angela nachholen. Es scheint ja, dass sie sich so ganz tapfer geschlagen hat, dann hat sie es doch auch verdient, dass sie auch noch nachträglich diese Anerkennung bekommt. Dann können sie sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. So stark und wild wie ein Bär. So stark und wild wie ein Bär. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und sensibel wie eine Katze. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Noch dazu so eine ganz spezielle. Und dazu noch so eine ganz spezielle. Wie kommt es an bei der kleinen Angela? Legen Sie meinen Finger auf sie. Super. Nun hat diese kleine Angela anscheinend schon einiges erlebt, Schmerzliches und Verwirrendes, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht schon mit dem Zwilling gestorben bist. Danke, dass du nicht schon mit dem Zwilling gesprungen bist. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in dieser ganzen Verwirrung deinen Verstand nicht verloren hast. Und danke, dass du in dieser ganzen Verwirrung deinen Verstand nicht verloren hast. Das war nicht immer selbstverständlich. Es war nicht immer selbstverständlich. Kommt es an bei der kleinen Angela? Ja, total. Dann können Sie ja zur kleinen Angela sagen, trotz allem Schmerzlichen und Verwirrenden haben wir beide es doch nochmal ganz gut hinbekommen. Obwohl es so schmerzlich und verwirrend war, haben wir es beide doch gut hinbekommen. Wir sind weder in der Klapse gelandet noch im Knast. Weder im Knast noch in der Klapse sind wir gelandet. Das ist Wir gut. beide sind ein starkes Team. Wir beide sind ein starkes Team. Kommt es an bei der kleinen Angela? Auf jeden Fall. Nun kann es sein, dass auch sie konnte die kleine Angela nicht schützen, aber heute könnte es ganz anders sein. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt Dass du wirst, überfordert wirst, dass du überfordert dass du wirst, ausgenutzt wirst ausgenutzt oder dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. oder dass du durch Schuldgefühle manipuliert wirst. Das ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Wie kommt es an bei der kleinen Angela, wenn sie das hört? Ja, kommt richtig an. Und an dieser Stelle hat die kleine Angela eine Botschaft für Sie. Ich möchte Ihnen sagen, ich habe das damals alles überlebt, ohne Schaden davon getragen zu haben. Und es ist wichtig, dass du das heute weißt. Und ich habe Moment, das nein, alles. nein, 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 Sie hören nur zu. Ich Ja. habe das damals alles überlebt, ohne Schaden. Ich möchte, dass du das heute weißt. Wie kommt das an bei Ihnen? Ja, das glaube ich, glaube ich. Ja. Und was ich sagen möchte, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid. Ich brauche nicht deine Schuldgefühle. Ja. Keine Ausreden mehr, ich möchte endlich mit dir auf die Grizzly Party. Kommt es an bei Ihnen? Kommt an. Es kann es sein, dass auch heute die kleine Angela manchmal zu kurz kommt, die bedürftige Seite von Angela zu kurz kommt, das kennen Sie auch. Sie haben ja Partner, Sie haben Kind und manchmal, wenn man ein Kind hat, möchte man dem eigenen Kind das ersparen, was die kleine Angela erlebt hat, und dann kann es sein, dass man das eigene Kind eher etwas verwöhnt. Und gleichzeitig sitzt die kleine Angela auf der Kellertreppe bei trockenem Brot und Wasser. Ich dramatisiere so ein bisschen, aber Sie verstehen, was gemeint ist. Also dem eigenen Kind tut es nicht gut, wenn es verwöhnt wird und der kleinen Angela gegenüber ist es ja nicht so fair. Jetzt, wenn man einen Partner hat, dann erwartet man manchmal, dass der Partner sich dieser bedürftigen Seite annimmt und das ist auch verständlich, aber es geht meistens schief. Und dann kann es sein, dass Sie enttäuscht sind vom Partner und dass Sie ihm vielleicht sogar Vorwürfe machen. Und das kennen Sie vielleicht auch von sich. Aber da ist die Frage, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Angela? Nee. Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der Bären-Angela. Die Kleine ist überhaupt nicht zuständig. Ja. Was aber jetzt die kleine Angela angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte die erstmal Eltern, die sie gar nicht richtig wahrgenommen. Zum anderen Ende können sie sie auch nicht immer so wahrnehmen und dann überlassen sie noch einen Partner, der möglicherweise traumatisiert ist und außerdem für sie gar nicht zuständig ist.
Ja, geht's noch? Was haben Sie der kleinen Angela die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Kein Wunder, wenn es ihr zwischendurch ganz schlecht geht. Ja. Wen bräuchte die kleine Angela ganz dringend? Mein wahres, also mich, meine Sie Erwachsene. mit ihrem wahren Selbst, genau. Und wenn Sie das jetzt so sehen, dann können Sie doch ganz anders sagen zu der kleinen Angela, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Oder du bist für mich die absolute Nummer eins. Du bist meine Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Noch vor meinen beiden Söhnen. Noch vor meinen beiden Söhnen. Und ich überlasse dich auch nie wieder diesem Herrn an meiner Seite. Ich überlasse dich auch nie mehr diesem Herrn an meiner Seite. Wie kommt es an bei der kleinen Angela, wie sie das hört? Ja, das findet sie gut. Wie ich die kleine Angela einschätze, möchte ich gerne was anstellen, und zwar nicht zu so knapp. Geht das überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen eher so kontrolliert und leistungsmäßig zu? Nee, es geht schon. Kann sie schon machen. Dann sagen Sie, könnten Sie auch noch mal sagen, das gehört zum neuen Programm dazu. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und ich stehe natürlich schmieren für dich. Und ich stehe schmiere für dich. Endlich wieder richtig Spaß haben mit dir. Endlich wieder richtig Spaß haben zusammen. Wie kommt es an bei der kleinen Angela? Das ist gut. Dann nehmen Sie dir mal an Ihr Herz, die kleine Angela, und spüren Sie mal nach, wie fühlt sie das an, wenn die kleine Angela bei Ihnen einen sicheren Platz bekommt. Da wird sie wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Sie wird wertgeschätzt, sie wird beschützt. Und sie darf sogar ihren Spaß haben. Wie geht's dir Ist gut. großen Angela, wenn es der kleinen Angela gut geht? Vollständig. Ja. Und dann dürfen Sie mal alle drei Klötzchen an Ihr Herz nehmen, spüren, wie fühlt sich das an, wenn alle drei eins werden? Gutes Team. Und diese Verfassung können Sie mal zu Ihrem jüngeren Sohn hinüberschauen. Also, wie geht's Ihnen jetzt mit ihm? Ja, ich habe keine Angst mehr, ich mache mir keine Sorgen. Es sieht gut aus. Dann können Sie ihm sagen, das wünsche ich dir auch. Diese Erfahrung wünsche ich dir auch. Diese Erfahrung wünsche ich dir auch. Und dazu musst du deinen eigenen Weg gehen. Und dazu musst du deinen eigenen Weg gehen. Und wie fühlt sich das an für Sie? Ja, ist denkbar, ja, es geht. Gut. Dann lassen wir das mal so stehen.